Uns wird dadurch ermöglicht, gleich drei Ausstellungen hier zu zeigen. Und ich bitte nun Herms Fritz und den Gerhard Kosel zu mir. Eine Ausstellung über Herms Fritz, die längst fällig war. Herms Fritz ist ein Universalkünstler, ein Universalgenie. Sein grafisches Werk hat jahrzehntelang die Stadt geprägt, vor allem im Bereich der Konzerte, in der Werbung. Und er ist nicht nur Grafikdesigner, er ist Musiker, er ist Literat. Und wenn auf jemanden so etwas zutrifft wie Universalgenie, dann ist es dieser Mann hier. Herms, du hast die Ausstellung auf, neben und zwischen den Stühlen genannt. Was sollten wir davon halten? Es hat damit zu tun, dass ich immer bestrebt war, alle meine künstlerischen Arbeiten so zu halten, dass sie nicht sofort in irgendeine Schublade passen, nicht sofort abgelegt werden können, nicht sofort verständlich sind, nicht sofort irgendeiner Kategorie gehorchen und herumgedreht werden müssen, so und so lang, bis sie irgendwo dann doch irgendwo ihren Platz finden. Ja, ja. Aber dieses Herumdrehen und dieses Behandeln und all das garantiert, dass die Menschen das nicht so sehr und nicht so schnell beiseite legen. Und deshalb bin ich natürlich zwischen allen möglichen Stühlen durchgerutscht und befinde mich neben Stühlen und auch, also ich bin in der Hinsicht nicht sehr sesshaft. Ja, die Ausstellung wurde von Erika Dümmel gestaltet, in einer Koproduktion von Gamsbad und dem Designmonat. Sie werden sie gleich zu Gesicht bekommen bzw. besuchen können. Gerhard Kosel als verantwortlicher Programmmacher bei Gamsbad, was macht diese lange Beziehung mit Herms Fritz aus? Was macht Herms Fritz so einzigartig? Naja, die Gegenfrage, kennst du eine Beziehung, die seit 1984 anhält? Und die also in diesen nunmehr 28 Jahren eine ganze Fülle von Projekten ermöglicht hat. Über 200 Plakate, über jede Menge Drucksorten, CD-Covers, erfolgreiche CD-Covers oder das Erstwerk von Herms, Steiermark in Bild und Vers. Das ist ein Glücksfall, der uns allen sehr zugutekommt. Und 28 Jahre gemeinsame Arbeit haben auch dazu geführt, dass natürlich das Layout und die grafische Arbeit von Herms stark in Verbindung steht mit der Tätigkeit von Gamsbad und unsere CI und ein großer Teil unseres öffentlichen Auftrittes wird dank Herms natürlich einzigartig. Nicht? In dieser Weise ist Herms für uns ein großer Glücksfall. Und der zweite Glücksfall, der eingetreten ist, hat eigentlich mit ein bisschen Frust begonnen, nämlich wie es umgangen ist, den 70er von Herms vorzubereiten und wo eigentlich wir bei sehr vielen Institutionen in der Innenstadt, also in Graz, angeklopft haben, um einen Raum zu finden. Und es war eigentlich nicht möglich, irgendeinen Raum zu finden, um eine entsprechende Personale zu machen. Und dankenswerterweise war es dann der Heimo Meyerich, der den Hinweis darauf gegeben hat, dass es doch eine Ausstellung in dieser Halle hier gegeben hat. Wir haben natürlich darüber nachgedacht, dann wo fängt Graz an, wo hört Graz auf? Und offensichtlich gibt es Entwicklungsmöglichkeiten in Richtung Zukunft, vor allem im Süden und im Westen von Graz. Und leider, das Resümé ist, es gibt in Graz viel zu viele Hausmeister und Verwalter von großen Hallen und öffentlichen Räumen, die uns außerdem keiner mehr leisten kann. Und wir als Kreative müssen halt schauen, und es ist auch unser Auftrag gewesen, in dieser Weise neue Flächen zu schaffen und neue Räumlichkeiten aufzumachen. Denn ich halte es sehr eng mit einem Satz von Werner Berg, dem großen Kärntner Maler, der gesagt hat, das Ungeheure begreift nicht der Sichere. Und es ist aber unsere Aufgabe, sozusagen Flächen und Räume zu schaffen, damit die Kunst das Ungeheure in irgendeiner Form begreifbar macht. Das Ungeheure werden wir heute auch noch
weiter betrachten und vor allem hören können. Denn Herms Fritz tritt dann auch im Anschluss an die Ausstellungseröffnungen mit seiner Band Graffeder auf. Vielen Dank. Eine weitere. Wir haben hier die Original-Graffeder, The Kings of Stereo Trash, vor uns. Ich darf Ihnen die Band vorstellen. Franz Schmuck am Schlagzeug. Siehe da den Kranz von Feigen, Kunden hier.